Leute, das Grauen hat einen Namen. Mini Kamado. Yay! Yay! Yippie, yay! Wenn ich den erwisch, der auf GMF meinem Schatz das Ding noch schmackhaft gemacht hat, der darf uns nächstes Jahr darauf ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Es war keiner von GMF. Ich weiß ganz genau, dass es einer auf GMF war. Nein, gut, es war keiner. Wir machen jetzt ein Bonusvideo Bratwürstle vom Mini Kamado. Ich habe immer gesagt, brauchen wir nicht, will ich nicht. Mein Schatz hat damals, wo der Hype schon war, davon geredet. Wir kommen heim. Ihr seht es, die Terrasse ist leer. Ich wollte jetzt eigentlich die Terrasse sauber machen noch. So, richtig schön, dass wir hier wieder gescheit durchstarten können, weil ja alles noch in der Garage ist. Er sagt, wir brauchen jetzt was zum Essen. Sage ich, gut. Braten wir uns ein paar Würstchen raus, sagt sie, oh, der Mini-Kamado, hätten wir da jetzt verwenden können. Hat sie mich noch so lange genervt, bis ich geschaut habe und ja gut, beim Action haben sie ihn gerade wieder, sind wir losgefahren, haben ihn geholt und sie hat ihn auch noch gezahlt. Gut, schauen wir mal, ob er mich doch noch halbwegs überzeugen kann. Und wer hatte das Zubehör angeboten gehabt? Ich glaube, das war der Räucherpeter. Du darfst dich sehr gerne mit mir in Verbindung setzen. Du darfst auch sehr gerne schon ein Paket packen mit dem ganzen Zubehör, was du für das Ding hast. Ich nehme alles. Gut, fangen wir an, packen wir aus, bauen wir zusammen und dann machen wir ganz einfach ein paar Würstchen drauf. Verdammt nochmal. Ich armes Würstchen. Ich weiß, es gibt schon einen Haufen Videos dazu, ist mir ehrlich gesagt aber bums egal. Wir machen jetzt unser eigenes noch und fertig. Nein, wenigstens ist ein Werkzeug drin. Anleitung, Griff, die Füße. Und da kommt er dann auch schon raus. Ich lege das Zeug hier. Bevor ich mir hier jetzt einen abwuchse, hau da ruck, weg mit dem Ding. Ups. Das Problem ist ja, dass den mein Schatz gezahlt hat. Hätten ich jetzt gekauft, hätte ihn wahrscheinlich hinterher in die Luft gesprengt. Aber nicht mit dem Wasserstrahl, ich hätte ihn ordentlich in die Luft gesprengt. Naja, können wir nichts mehr machen. So, wie funktioniert das ganze Ding jetzt? Oh, ist der putzig. Erst einmal das Werkzeug auspacken. Also erst einmal den Griff hinschrauben. Ordentlich verpackt ist ja das ganze Zeug schon mal. Obwohl, das Ding werde ich mir aufheben. Fürs nächste GMF. Ganz genau. Weil zu mitnehmen soll er ja dann heil werden, dass wir unseren Spaß damit haben. Jetzt müssen wir noch das Nest zusammenbauen.
Schublade. Fertig. Ja, dann werde ich doch hier gleich einmal... Marabu-Holzkohle von MacBriquette, die ich vom Thomas Radetzky geschenkt bekommen habe, reinfüllen und werde mir den Grill gleich einmal zeigen, wo der Hase langläuft. Also ganz voll gemacht habe ich das Ding jetzt nicht. Feuer mal einfach mal an hier. Ob jetzt Mini-Kamado oder Monolith. Ich nehme dazu auf alle Fälle meinen Rufleiter und keine anderen Anzündhilfen. Einfach wächst dem Geschmäckle im Grill. Meine persönliche Meinung. So. Dann lassen wir mal ordentlich anheizen. Und während der anheizt, werde ich ja mal gucken, ob ich irgendwo eine Grillzange finde. Zange habe ich gefunden, aber ich muss noch was anderes loswerden. Vielleicht setze ich damit einen neuen Trend. Ich weiß es nicht. Zumindest unter meinen Zuschauern, die das Video angucken. Wie gesagt, wir haben den Kamado ja beim Action geholt. Und da habe ich was gesehen. Zum Trinken. Und ich konnte nicht widerstehen. Und habe mir so eine Dose hier gekauft. Und Leute, das Zeug schmeckt sowas von geil. Und jetzt probiere ich da einfach noch ein geiles Getränk draus zu machen. Noch geiler, als das eh schon schmeckt. Geh mal runter. Ja, ganz einfach. Das Tropical Limonade Kokos Hot von Hot Blood. Also, ich habe es vorher selber gekauft, selber erst entdeckt. Und das mischen wir einfach mit ein bisschen Bacardi. Und dann gucken wir mal, ob wir da nicht einen richtig geilen Trink draus kriegen. Ich finde das Zeug mal richtig geil. Morgen werde ich definitiv zum Shoppen fahren und mir noch ein paar Dosen davon holen. Weil die ist schon wieder leer. Verdammt. Dann probieren wir das Ganze mal mit Bacardi. Boah, ist das geil. Boah. Oh. Das Grinsen ist nicht gespielt, definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, selber entdeckt hat. Ich habe es heute entdeckt, mir gedacht, das muss man mischen können. Einfach nur geil. Wirklich einfach nur geil. Ich fahre morgen definitiv und mal gucken, wie viel die von den Dosen auf Lager haben. Boah. Wer bei mir das nächste Mal zu Besuch kommt, dieser hier, definitiv. Scheiß auf Red Bull. So Leute, ich habe vorher schon auf über 350 gehabt, habe gerade noch ein paar Kohlen unten. Nein, aber ich muss mich jetzt beeilen, nicht lachen. Ich muss zum Actionmarkt fahren und mir noch so Getränke holen. Ich schmeiße jetzt einfach die Bratwürstchen drauf. Sind übrigens Bärlauchwürste. Ich glaube, ich weiß, wer weiß, wo sie herkommen. Die grillen wir uns jetzt ganz einfach drauf an. Im direkten Bereich habe ich leider noch nicht. Und ja, wenn sie fertig sind, werden wir die dann verspeisen. Ja, jetzt machen wir einen Deckel drauf. Drehen oben ein bisschen zu. Drehen unten ein bisschen zu, dass er nachher von der Temperatur wieder runterkommt. Ja. Und ganz am Schluss drehen wieder voll auf, lass offen und lass die Kohlen komplett ausglühen. Ich habe Hunger und will was zum Trinken. So, ein paar Minütchen später schauen wir ganz einfach mal nach. Auf 250 laut Thermometer ist er schon runtergegangen. Oh ja, mein Gott. Aha, da haben wir mehr Hitze. Hier haben wir noch mehr Hitze. Und hier auch. Dann legen wir ganz einfach das Würstchen hier rüber. Drehen es nochmal so rum. Ganz einfach. So Leute, gedreht habe ich das Würstchen schon mal.
Und die hier sehen auf der Seite ja schon ganz gut aus. Die legen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen hochkant hier mit rein. Und ansonsten, wenn man Würstchen macht, könnte man die ja auch so hier außen rum legen. Und dann hätten wir ja auch schon fast einen indirekten Bereich. Aber ich will sie hier einfach noch ein bisschen mehr aufgeknuspert haben. Die brauche ich im Allgemeinen auf der Seite noch. Naja. Also als Bratwurst-Bratmaschine auf die Schnelle. Ja. Kann ich den Grill mittlerweile jetzt schon sagen, kann ich ihn akzeptieren. Ich habe die Würstchen zwischendrin wieder gedreht und gewendet. Und also geile Würstchen kann man schon mal drauf machen. Die werde ich mir jetzt mit meinem Schatz schmecken lassen. Dazu noch ein Kartoffeltopf, den wir noch mitgebracht haben. Und komm, ich nehme euch noch mit rein zum Probiererle. So, aber den mache ich jetzt zu. Machen unten komplett auf, oben komplett auf. Dann kann er sich nochmal richtig gescheit austoben. Aha. Jo, jetzt noch die Bratwürstchen, den Kartoffeltopf oder Grombeerentopf hat er, glaube ich, geheißen von Bernd. Ich glaube, Smoking Beast Barbecue. Moment. Bernd, ich hoffe, du verzeihst uns. Mein Schatz hat jetzt noch ein bisschen Sahne dran getan. Und er ist noch leckerer geworden. Vielleicht als Hinweis oder als Tipp. Also absolut nicht böse. Mir hat er ja gestern Nacht schon geschmeckt. Da habe ich keinen gekriegt. Dafür. Ja, aber jetzt schmeckt er sogar noch besser. Der schmeckt total lecker. Bald. Ja. Hat prima gemacht. Richtig geil. So, und jetzt muss ich hier mal mein Würstchen anschneiden. Und dann machen wir hier noch ein allgemeines Probiererle. Ist zwar jetzt kein Kunstwürstchen zu machen, aber damit das Probiererle noch im Video ist. Und diese Bärlauchwürstchen kommen übrigens aus dem hohen Norden. Aus dem ganz hohen Norden. Oder fast hohen Norden. Egal. Einfach nur lecker. Mhm. Leute, ich esse jetzt. Düst danach schnell zum Action. Und danach spreche ich dann noch mein Fazit. Ui. So Leute, ich bin wieder da und ja, vom Shoppen, ich habe mir gerade 63 Döschen gekauft von dem Kokosgetränk. Wie gesagt, der nächste Besuch wird da ein leckeres Getränk kriegen. Essen war sehr lecker. Fazit zum Mini-Kamado. Brauchen tut man eigentlich nicht. Haben nicht besser wie brauchen. Mein Schatz sagt, man kann damit arbeiten. Inwiefern das dann mit der indirekten Zone etc. pp. Funktioniert. Ich habe schon Kontakt mit dem Räucherpeter aufgenommen. Wir werden sehen. Mein Schatz stellt sich ja da noch eine Schweinshaxe drauf vor, Flanksteak. Naja, werden wir wahrscheinlich alles machen. Was soll ich sagen? Was soll ich machen? Ja. Jetzt werde ich aber hier noch endlich den Platz fertig sauber machen, damit ich die ganzen Grillgeräte wieder hinbringe und wir uns dann im nächsten Video wiedersehen können. Leute, wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Tschaikowski.